So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Heute mit The Good, The Bad and The Ugly, nein, The Weird. Ein koreanischer Road-Western-Gangster-Movie. Ziemlich cooler Film von Kim Ji-won, der unter anderem Up It A Sweet Life gemacht hat, mit Byung-un Lee, der hier auch eben vertreten ist. Genauso Jung-Woo Sung und Song Kang-ho. Ich spreche die jetzt wahrscheinlich alle falsch aus, aber speziell Song Kang-ho dürfte vielen bekannt sein. Wir kommen später auch noch zu einer kleinen Filmografie der Schauspieler und dann dürfte es nochmal deutlicher werden. Ja, das Ganze hier ist ein 3-Disc Limited Edition Media Book mit nur DVDs, also leider ohne Blu-ray, aber wenn man wollte, könnte man sich jetzt natürlich die Blu-ray nachkaufen und durch die DVD ersetzen. Und hier ist nämlich auch der Soundtrack dabei. Und wenn der Soundtrack als CD dabei ist, finde ich, ist das immer ein Mehrwert, speziell wenn der Soundtrack gut ist. Das hier ist los, ist so drüber gestülpt über das Mediabook. Und ja, haben wir hier die Rückseite. Den drei Hauptdarstellern gewissermaßen. Und ja, der Film dauert einige Zeit, 125 Minuten. Und es ist eben auch noch Bonusmaterial dabei. Und wenn wir das dann wegtun, dann haben wir hier dieses toll beschichtete Mediabook mit der geprägten Schrift. Hier kann man es jetzt gut sehen im Licht. Echt toll. Und auch sonst diese Lederoptik oder diese Lederstruktur sogar. Sieht sehr, sehr edel aus. Amnesia haben wir hier unten aus dieser Reihe eben. Hier haben wir den Titel. Und hier auf der Rückseite nochmal. Auch hier zieht sich die Beschichtung fort. Ihr seht das, sehr, sehr cooles Teil. Und ja, dann schauen wir mal ins Innere des Ganzen. Da haben wir hier einmal das Bonusmaterial und einmal eben den Hauptfilm. Und jeder dieser Discs, ich spoilere jetzt quasi schon mal, hier ist die CD nämlich. Jeder dieser Discs, auf jeder dieser Discs ist ein Hauptdarsteller abgebildet. Sehr, sehr cool. Und auch das Booklet ist richtig fett. Und es ist schön geschrieben, wie ich finde. Also es hat so ein Tagebuch-Used-Look. Sehr, sehr cool. Und ist auf jeden Fall mal was anderes. Hier haben wir den Regisseur eben. Hier haben wir auch seine Filmografie. Eben A Bittersweet Life oder auch A Tale of Two Sisters. Ein toller Horrorfilm. Dann Jung-Woo Son, Sung. Genau, den ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so kenne, wenn ich mir seine restliche Filmografie anschaue. A Moment to Remember, der ist aber schon lange auf meiner Watchlist, da ist er auf jeden Fall auch dabei. Ja, hier, Byung-Hun Lee ist natürlich deutlich bekannter, hat auch schon bei amerikanischen Produktionen mitgespielt, zum Beispiel hier G.I. Joe. Aber auch die Sieben Samurai, dem Remake, war er auch dabei. Also der hat auf jeden Fall in Amerika schon mehr, deutlich mehr Fuß gefasst. Daran sieht man auch, dass die Edition schon etwas älter ist, da sie das natürlich nicht in die Zukunft hinein dokumentieren kann. Bittersweet Life eben auch dabei. Oder Joint Security Area von Park Chan-wook. Auch ein wunderbarer Film, den ich auch auf meinem Kanal vorgestellt habe. Da war er eben auch dabei. Dann haben wir hier Bilder aus dem Film. Alles schön gedruckt, sehr scharf das Ganze. Und ja, Song Kang-ho ist natürlich auch sehr bekannt. Zum Beispiel Memories of Murder, Sympathy for Mr. Vengeance, Joint Security Area und so weiter und so fort. The Host zum Beispiel auch noch. Also alles Filme, die ich auch kenne und wo er einfach klasse war. Einfach ein toller Schauspieler. Das Mediabook ist wirklich wunderbar. Einziger Wermutstropfen, wie gesagt, ist, dass die Blu-ray nicht beiliegt, dass man hier die DVD bevorteilt hat. Aber gut, die Edition ist auch schon etwas älter. Trotzdem gab es da schon die Blu-ray natürlich, das Format. Aber wie gesagt, man könnte sich das selber so basteln. Ja, und hier haben wir 40 ganze Tracks auf der CD. Wahnsinn, wie umfangreich das ist. Klar gibt es hier Lieder, die nur, keine Ahnung, 30 Sekunden lang sind, aber trotzdem. 40 Lieder oder Stücke. Ganz, ganz toll.
Und ja, auch im Hintergrund hat man hier so einen Schatzkarten-Look, was einfach sehr, sehr cool aussieht. Denn es dreht sich ja auch um die Jagd nach einer Schatzkarte in diesem Film. Ja, also, wunderbare Edition, kann man nicht meckern. Und checkt den Film auf jeden Fall aus. Macht richtig viel Spaß. So ein Potpourri, das aber echt gut funktioniert. Und was ich auch gelesen habe, was den Film nochmal um 1000 Sympathiepunkte nach oben treibt für mich: Es ist kein CGI verwendet worden, also diese Verfolgungsszenen in der Wüste sind wirklich in bester Mad Max Fury Road Manier entstanden. Und die Schauspieler haben ihre Stunts alle selber gemacht. Keine Stunt-Doubles. Dafür großen Respekt und ja, das macht den Film gleich nochmal viel besser in meinen Augen. Denn da wurde mal wieder versucht, Großes zu schaffen. Tolle Sache. In diesem Sinne, danke fürs Anschauen und habt eine gute Zeit. Servus.